Schein, wo wart ihr? Sorry, wir hatten was zu klären, zu regeln. Ja, wenn die Jungs uns hier als Dienstmädchen halten, dann müssen wir was klären. Und das haben wir auch getan. Dienstmädchen werden wir ja. Gut, ihr möchtet also über Emanzipation sprechen. Können wir sehr gerne machen. Ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung, was Emanzipation wirklich ist. Frauen wurden jahrhundertelang von Männern unterdrückt und klein gehalten. Das ging bis Mitte ins 20. Jahrhundert. Und auch heute müssen Frauen noch auf ihr Recht für Selbstbestimmung kämpfen. Könntet ihr euch vorstellen, in welchem Reichen? Mann, ich unterdrücke Kam doch nicht. Das alles hier nur, weil einmal unordentlich ist und ich mit den Jungs gezockt habe? Ist so. Es geht nicht um die Wohnung oder dass du mit den Jungs gezockt hast, sondern einfach deine Haltung. Hol mir mal ein Bier. Irgendwann stehe ich hinterm Herd und dann habe ich keine Rechte mehr. Ja, so endet sie, es. Ja, genau. Du schießt direkt so vorm Herd. Ja, dann hinterm Herd. Euer Emanzengelaber ist so unfassbar nervig, Mann. Ihr übertreibt völlig. Boah, ich schwöre, Mirko, genau diese Denkweise ist das Problem. Frag mal eine katholische Priesterin. Rosa, du bist so eine Hohlfrucht. Es gibt keine katholischen Priesterin. Das dürfen nämlich nur... Sag es. Ja. Ja, genau so ist es. Und Frauen werden auch grundsätzlich weniger in Führungspositionen eingesetzt als Männer. Sie bekommen weniger Gehalt und auch die Beipackzettel für Medikamente und die Erste-Hilfe-Regeln, die werden grundsätzlich für den Männerkörper ausgerichtet. Ja. Habt ihr nicht gewusst, ne? Setzt euch jetzt bitte hin und wir quatschen nochmal in Ruhe über das Thema. Okay. Ich glaube, Lukas hat es einfach immer noch nicht verstanden. Er denkt, er kann mit mir umspringen, wie er will. Aber da hat er sich geschnitten. Boah, das ganze Gerede hier bringt doch einfach nichts. Die Jungs nehmen uns einfach nicht ernst. Es wird Zeit für eine große Aktion. Ich hab drei gesagt! Das geht nicht. Leute, das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine Lösung. Leute, ich hab's. Ich soll jetzt nicht hören. Ja. Ich soll nicht hören. Tim, ich hab's gute Idee. Aber das klappt das Fell. Oh, ich liebe Föhn. Und jetzt ich. Oh, oh, geil. Ich bin frei. Du bist so schlau. Ja. Oh, geil. Bambi? Ja, ohne Föhn. Hey, wie hast du das geschafft? Ich hab euch geprankt. Was? Hä, wie? Ich hab einfach den Kleber genommen, den ich immer für meine Nägel nehme. Und hab den bei euch auf die Mundspritze getan und dann war's fest. Ey, was soll das? Alter. Das kannst du auch nicht machen. Hey, wisst ihr, wie witzig ihr aussaht? Ey. Du Bitch! Hier los! Herr Färber! Die Bambi, die hat uns geprankt. Die hat einfach Superglue auf unsere Finger hier gemacht. Der Superglue 2000, 100% vom Supermarkt. Na, Ruhe jetzt. Gut, Mami, das gibt natürlich jetzt eine Strafarbeit. Das Thema werde ich mir noch überlegen. So, und jetzt Schluss mit diesem Blödsinn. Und du hörst von mir. Bester Prank ever. Die anderen können alle einpacken. Es gibt eine neue Prank-Queen an der Schule. Ach, Lina, dann nee, die sind echt toll, aber ich muss mal... Ey, Rocco! Ja, Felix, geht ihr schon mal vor, aber richte noch einen Gruß an die Cousine aus, ne? Das war wirklich eine Ausnahme. Natürlich, das war echt nur eine Ausnahme. Vielen Dank nochmal. Ey, Rocco, du Schöne! Wo sollen wir da hin mit dem Baby? Ich meine, wir können es doch nicht mal eine Tagesmutter leisten. Das ist doch alles scheiße. Dann für die nächste Stunde auf jeden Fall dieses Buch hier lesen, hier als Hausaufgabe. Erstes Kapitel und dann auch die Zusammenfassung davon, okay? Sehr gut, ja. Tschüss. Frau Sommer, ich muss Ihnen kurz was zeigen. Ja? Ich habe gerade hier dieses Bild mit einer Vermisstenfahndung im Internet gefunden. Das sieht genauso aus wie das Baby der Cousine der Berger-Brüder. Okay, oh Gott, das sieht wirklich so aus. Es hat vermisst gemeldet. Wir müssen die Berger-Brüder sofort finden und wir müssen sofort los. Ja, dann natürlich auch die Polizei rufen. Oh Mann, okay. Wie kommen Felix und Rocco bitte dazu, ein Baby zu entführen? Ich meine, was haben die denn mit dem Baby vor? Oh Mann, ey, die Mama, die muss doch super viele Ängste haben. Ich hoffe, wir erwischen die noch. Ja, warte mal. Ich hab dich halt vermisst. Ich dachte, wir wären zusammen eingeteilt für die Pausenaufsicht. Und hier, jetzt renn doch nicht gleich weg. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob wir nicht mal zusammen was essen gehen können. Oder vielleicht mal ins Kino. Du weißt doch, ich bin neu in Köln. Und so eine Stadtführerin wie dich könnte ich gut gebrauchen. Nee, ich hab doch gesagt, dass ich einen Freund hab. Und außerdem habe ich halt richtig viel zu tun. Ich muss dann auch los, ja? Hey, ich bin doch nicht doof. Das ist doch geflunkert. Ich merke, dass du keinen Freund hast. Was ist denn das Problem?
Nico mag ja sein, dass du ein ganz attraktiver Typ bist. Aber selbst wenn ich keinen Freund hätte, finde ich dich völlig uninteressant. Du bist einfach nicht mein Typ. Ach so. Was ist dein Typ dann? Hey zusammen. Hey. Hey. Du sag mal, ja klar bei dir. Sag mal, wie sieht's aus? Hast du Bock, eine Runde Badminton mit mir zu spielen? Ja, eigentlich. Er ist mein Typ. Er ist mein Typ. Könntest du vielleicht jemand anderen fragen oder ihn einfach ein andermal, weil ich würde heute sehr, sehr gerne mit meinem Schatz Zeit alleine verbringen. Mhm. Ja. Komm. Ciao. Ciao. Diese Frau ist echt hartnäckig im Ignorieren. Wenn es nicht so offensichtlich wäre, dass sie auf mich stehen würde, ja, dann würde ich es ja lassen. Aber es gibt ja diesen doofen Spruch. Die Frau ist die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Und wenn Thea gejagt werden will, bitte. Ach, super, dass sie so schnell herkommen konnte. Ich bin Anna Sommer, ich hatte sie alarmiert. Wo ist mein Baby? Wie geht's ihm? Dem geht's gut, keine Sorge, wirklich. Julian, weißt du vielleicht, wo die jetzt sind? Ja, die haben gerade geschrieben, Felix und Rocco sind in der leeren freien Zone. Okay, super, dann folgen Sie mir jetzt einfach und danke dir. Ja, danke für die Hilfe. Okay, los geht's. Komm, komm. Elias? Nee, Liam, du heißt Liam. Guck mal, du antwortest sogar. Hallo. Felix. Ja, hallo. Ja, hallo. Wo ist denn Rocco überhaupt? Der ist gerade zum Supermarkt gegangen. Wir sind der Rocco. Ich heiße Felix. Also, mein Bruder, der ist gerade beim Supermarkt. Ach, das ist Ihr Bruder. Jonathan, ja. Endlich habe ich dich wieder. Stopp mal, Abstand, ja? Hallo. Sie sind also die Rabenmutter. Sie kriegen das Kind bestimmt nicht. Okay, Felix, jetzt kommst du mal runter, kochst ein bisschen ab. Das ist die leibliche Mutter und dann gibt es bitte sofort der Mutter das Kind zurück. Auf keinen Fall, sie haben das Kind einfach stehen gelassen. Sie kriegt das Kind auf gar keinen Fall. Ne, du bleibst schön bei mir. Ne? So war das doch gar nicht. Ich musste ganz dringend pinkeln und ich bin dichter ins Gebüsch rein. Der Kinderwagen hat da nicht durchgepasst und deshalb habe ich ihn kurz draußen stehen lassen. Felix, du hast doch gehört, was sie gesagt haben. Jetzt gib mir bitte ihr Kind zurück. Also pass auf, Felix. Das grenzt schon fast an eine Kindesentführung hier, was du hier gegangen hast. Willst du mit uns mitkommen oder willst du das Kind zurückgeben? Das kannst du ja aussuchen jetzt. Tschüss, kleiner Mann. Kann ich Abschied haben? Ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Geh davon aus. So, jetzt müssen wir nur noch wissen, ob Sie Anzeige erstatten wollen. Nein, ich werde keine Strafanzeige erstatten. Er hat es ja eigentlich nur gut gemeint und Sie haben sich auch gut um ihn gekümmert. Okay, gut, dann ist die Sache für uns hier erledigt. Und Sie verhalten sich jetzt bitte koscher, sonst kommen wir wieder und holen Sie, okay? Verstanden? Ja, klar. Alles klar. So, in dem Sinne, schönen Tag noch. Danke, vielen Dank. Danke. Er hat dich auf jeden Fall vermissen. Ja. Ihr könnt ihn ja auch sehr gerne mal besuchen kommen, wenn ihr möchtet. Echt? Ja, das nehme ich auf jeden Fall dankend an. Ja, gern. Das ist total lieb. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Kleiner. Danke, tschüss. Passen Sie gut auf ihn auf. Felix, ihr werdet bestimmt irgendwann richtig tolle Väter sein, ha? Und du sowieso ein toller Papa. Hm? Ja, dafür bräuchte ich erstmal eine Freundin. Ach komm, alles mit der Zeit, ha? Das wird schon. Kacke. Oh, Mann, so emotional kenne ich mich gar nicht. Mensch, wo bleibt denn mein Bruder, Mann? Alte Drecksau. Ich weiß, sie haben mäßige Scheiße gebaut. Aber ich habe mich einfach zurück in meine Kinder versetzt. Und da hat mir halt auch keiner so geholfen. Und ich wollte jetzt einfach nur dem kleinen Kind helfen. Und naja, jetzt hat die Mutter uns aber gesagt, dass wir den Kleinen noch mal besuchen dürfen. Das gefällt mir. Ihm geht's ja jetzt gut. Wir lassen uns von den Jungs nicht weiter drücken! Wieder mit den Machos! Wieder mit den Machos! Ja! Das ist die Sprache, die Jungs verstehen. Protest. Kein Mimimi, sondern laut unsere Meinung sagen. Und beweisen, dass wir es ernst meinen. Richtig coole Aktion von Alexa. Chapeau. Ja? Hoffentlich lässt Kam sich nicht wieder von Lukas belabern und macht einen Rückzieher. Was ist denn hier los? Herr Neuting, ich habe was für Sie im Angebot im Super Sale. Und zwar ein T-Shirt gegen die Unterdrückung der Frauen. Bitte schön. Bin ich dabei. Zieh ich mir auf dem Heimweg an. Ja, mega! Tschüss! Hey. Wow! Mann, Carmen, du machst aus unserem kleinen privaten Problem voll das Riesending. Du ziehst mich ins Lächerliche. Nein, tu ich nicht. Du verstehst mich nur nicht. Schatz, sollen wir das nicht alles vergessen und du ziehst wieder zu mir? Nein, ich werde nicht bei dir einziehen, nicht bevor du was geändert hast. Hey, Mann, ich weiß gar nicht, ob das mit uns beiden noch eine Zukunft hat. Entweder stehst du hinter mir und unserer Beziehung oder hinter dieser immensen Kacke. Du musst dich entscheiden.